die Bewegung eines Partikels, das sich in einem besonderen Zentralkraftfeld bewegt, kann untersucht werden durch das Potential V von R gleich H im Quadrat auf R im Quadrat minus 2 μ geteilt durch 5 mal R hoch 5, wo R streng positiv eine reelle Variable ist, die die Distanz zwischen dem Partikel und das Kraftzentrum bezeichnet. H streng positiv ist eine festgelegte Konstante, die den kinetischen Moment pro Masseneinheit des Partikels darstellt. Und μ bezeichnet einen reellen Parameter. Untersuche den Graph der Funktion v von R, aber nur für R streng positiv. Mit Diskussion bezüglich des Wertes von μ, falls nötig. Präziser, klein a, bestimme die Zahlenwerte von R streng positiv, für die die Funktion v definiert ist. Klein b, bestimme die Nullstellen der Funktion v. Klein c, bestimme die eventuellen Asymptoten seines Graphen. Klein d, untersuche Steigung und Gefälle von v und charakterisiere die eventuellen Extrema. Und klein e, skizziere die Grafik von v, indem du die Merkmale hierüber berücksichtigst. Eigentlich brauchen wir nicht zu wissen, was R, H und μ darstellen. Diese Bedingungen reichen, um eine Studie der Funktion v durchzuführen. Beginnen wir mit klein a. Hier wird der Definitionsbereich der Funktion v gefragt. Da R streng positiv ist, sind wir sicher, hier nicht durch 0 zu teilen und der Definitionsbereich der Funktion ist durch diese Bedingung angegeben, was also heißt, dass der Definitionsbereich der Funktion v gleich ist zu R0 plus. Um klein b zu beantworten, müssen wir die Gleichung v von R gleich 0 lösen. Das heißt, die Differenz dieser zwei Brüche muss 0 sein. Das ist der Fall dann und genau dann, wenn die beiden Brüche gleich sind. Hier multiplizieren wir jetzt beidseitig mit R Quadrat und dann wird kreuzweise multipliziert und so erhalten wir 5R hoch 3 H Quadrat gleich 2 μ. Und das ist der Fall dann und genau dann, wenn R gleich ist zur Kubikwurzel von 2 μ geteilt durch 5 H im Quadrat. Hier müssen wir also zwei Fälle unterscheiden. Entweder μ ist streng positiv, oder μ ist kleiner gleich 0. Wenn μ streng positiv ist, dann ist R es auch. Und somit hätten wir hier einen möglichen R-Wert, was also bedeutet, dass der Graph der Funktion v die x-Achse in diesem Punkt schneidet. Die Abszisse ist diese Kubikwurzel und die Ordinate ist natürlich 0. Jetzt kommen wir zum zweiten Fall, wo μ kleiner gleich 0 ist. Wenn μ kleiner gleich 0 ist, dann ist diese Kubikwurzel kleiner gleich 0, was durch diese Hypothese ausgeschlossen ist. Also, wenn μ kleiner gleich 0 ist, dann ist R kleiner gleich 0 und das ist ausgeschlossen. Somit schneidet der Graph der Funktion v die x-Achse in diesem Fall nicht. Kommen wir jetzt zu den Asymptoten und beginnen mit vertikalen Asymptoten. Da der Definitionsbereich der Funktion v R0 plus ist, suchen wir den Grenzwert von v von R, wenn R gegen 0 plus strebt. Das heißt, wir suchen diesen Grenzwert. Und dieser Grenzwert ist unendlich. Um das herauszufinden, müssen wir drei Fälle unterscheiden. Entweder die Zahl μ ist streng positiv, oder sie ist 0 oder sie ist streng negativ. Wenn μ streng positiv ist, dann reduziert dieser gesuchte Grenzwert sich auf diesen da, weil der erste Term im Zähler 0 ist, der entfällt. Bleibt also dieser Grenzwert zu berechnen. Das ergibt eine konstante Zahl, die verschieden ist von 0, geteilt durch 0. Dieser Grenzwert ist also unendlich.
Aber welche Unendlichkeit? Der Zähler minus 2 μ, der ist ständig streng negativ, weil μ streng positiv ist. Und der Nenner 5 mal r hoch 5, der ist immer streng positiv, weil r streng positiv ist. Also haben wir hier einen Bruch, der ist streng negativ geteilt durch streng positiv, der ist immer streng negativ und strebt gegen unendlich. Dann kann der nur gegen minus unendlich streben. Jetzt schauen wir den Fall, wenn μ 0 ist. Dann reduziert der gesuchte Grenzwert sich auf diesen da, weil der zweite Term im Zähler entfällt. Hier können wir durch 5r hoch 3 kürzen, so bleibt nur noch dieser Grenzwert zu berechnen. Der Zähler ist eine konstante Zahl, die aber verschieden ist von 0 und der Nenner wird 0. Und somit ist dieser Grenzwert auf jeden Fall unendlich. Aber welche Unendlichkeit? H im Quadrat ist immer streng positiv, weil H es ist. Und R im Quadrat ist immer streng positiv, weil R es ist. Positiv geteilt durch positiv. Dieser Bruch ist immer streng positiv und strebt gegen unendlich. Dann kann er nur gegen plus unendlich streben. Jetzt kommen wir zum dritten Fall. Hier ist μ streng negativ. Dieser Grenzwert reduziert sich also auf diesen da, weil der erste Term im Zähler entfällt. Hier haben wir eine Konstante, verschieden von 0, geteilt durch 0. Das ergibt als Grenzwert unendlich. Welche Unendlichkeit? Minus 2 μ ist immer streng positiv, weil μ streng negativ ist. Und 5r hoch 5 ist auch immer streng positiv, weil r streng positiv ist. Also haben wir hier streng positiv geteilt durch streng positiv. Dieser Bruch ist immer streng positiv und strebt gegen unendlich. Dann kann der nur gegen plus unendlich streben. Also in allen drei Fällen ist dieser Grenzwert unendlich und daraus dürfen wir schließen, dass die Funktion v eine vertikale Asymptote bei 0 plus hat, die also als kartesische Gleichung x gleich 0 hat. Bei 0 minus ergibt der Grenzwert keinen Sinn, weil die Funktion v da nicht definiert ist. Kommen wir jetzt zu horizontalen Asymptoten. Dazu suchen wir Grenzwert bei plus unendlich von v von r. Das ist also der Grenzwert bei plus unendlich von diesem Bruch zweier Polynome. Und da der Grad oben kleiner ist als unten, ergibt dieser Grenzwert sofort 0. Woraus wir schließen können, dass die Funktion v bei plus unendlich eine horizontale Asymptote hat mit kartesischer Gleichung y gleich diese 0. Bei minus unendlich ergibt der Grenzwert keinen Sinn. Denn die Funktion v ist nur definiert, wenn r streng positiv ist. Bei plus unendlich hat die Funktion v eine horizontale Asymptote, also kann es da keine Schräge geben. Und bei minus unendlich ist die Funktion nicht definiert, also kann es da auch keine Schräge geben, was bedeutet, dass die Funktion v keine schräge Asymptote hat. Zu klein d müssen wir zuerst diese Funktion v ableiten. Das heißt, wir rechnen die Ableitung von dieser Differenz. Das ist die Differenz der Ableitungen. Um diesen ersten Bruch abzuleiten, kann man h² aus der Ableitung rausholen als multiplikative Konstante. So bleibt noch 1 auf r² abzuleiten. Und die Ableitung von 1 auf r², das ist minus 2 auf r hoch 3. Im zweiten Bruch können wir 2 μ geteilt durch 5 als multiplikative Konstante aus dieser Ableitung rausholen. Dann bleibt noch 1 geteilt durch r hoch 5 abzuleiten. Wir suchen also die Ableitung von r hoch minus 5. Das ist minus 5 mal r hoch minus 6. Die Ableitung der Funktion v führt also zu dieser Rechnung. Und hier machen wir die zwei Brüche noch gleichnamig. Somit haben wir die Ableitung von v in faktorisierter Form. Diese Form halten wir hier fest
Und wir werden jetzt von dieser Ableitung eine Zeichentabelle erstellen. Dazu brauchen wir deren besondere Werte. Der besondere Wert im Nenner ist 0. Wir wissen aber, dass er nicht 0 ist. Und um den oder die besonderen Werte im Zähler herauszufinden, stellen wir diesen Zähler gleich 0. Und diese Summe ist gleich 0, dann und genau dann, wenn er gleich ist zur Kubikwurzel von μ geteilt durch h². Hier müssen wir zwei Fälle unterscheiden. Entweder die Zahl μ ist streng positiv, dann ist er es auch, oder die Zahl μ ist kleiner gleich 0, dann ist er es auch. Schauen wir im ersten Fall. Wenn μ streng positiv ist, dann können wir diese Zeichentabelle erstellen, denn bei μ streng positiv ist er auch streng positiv, wie durch diese Angabe verlangt. Also gilt diese Kubikwurzel als besonderer Wert für R. Der Zähler von V' hat diese Vorzeichen. Der Nenner von V' hat diese Vorzeichen. Und daher die Zeichenzeile für V'. Und demzufolge muss V links von dieser Kubikwurzel steigen, rechts von dieser Kubikwurzel fallen und bei der Kubikwurzel selbst ein Maximum erreichen. Durch all das, was wir bisher berechnet haben, für μ streng positiv, können wir schlussfolgern, dass der Graph der Funktion v diese Form haben muss: die x-Achse ist horizontale Asymptote, die y-Achse ist vertikale Asymptote. Und diese zwei besonderen Punkte haben als Abszissen diese Kubikwurzel und diese Kubikwurzel. Im zweiten Fall, wo μ kleiner gleich 0 ist, ist dieser besondere Wert für R ebenfalls kleiner gleich 0. Und das ist durch die Hypothese ausgeschlossen. In der Zeichentabelle gibt es also keinen besonderen Wert für R einzutragen. Das Vorzeichen vom Zähler von V', das ist immer Minus. Das Vorzeichen vom Nenner von V' ist überall Plus. Und demzufolge hat V' immer das Vorzeichen Minus. Also fällt die Funktion V überall dort, wo sie definiert ist. Aus all dem, was wir bisher untersucht haben, in dem Fall, wo μ kleiner gleich 0 ist, können wir schlussfolgern, dass der Graph der Funktion diese Form haben muss.